Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Und heute habe ich den Sportwissenschaftler Professor Dr. Elmar Wienecke wieder da. Sie erinnern sich vielleicht, er hat im Bereich der Mikronährstofftherapie eine Datenbank erschaffen an der Universität, wo man wirklich personengerecht, altergerecht schauen kann, ob die Werte in einer großen Vielfalt von Mikronährstoffen eines individuellen Körpers in einer Datenbank die korrekten Werte hat oder nicht, überschritten oder unterschritten ist. Und hier fängt das ganze Thema nämlich an, nämlich eine ursachenbezogene Therapie umzusetzen. Und da darf ich dich ganz herzlich wieder begrüßen, lieber Elmar. Danke, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Machen wir noch ein kleines praktisches Beispiel. Wo die Kamera nicht gelaufen ist, hast du mir zum Beispiel gerade bei Kindern gesagt, die sehr häufig mit Ritalin ihre Hyperaktivitäten in den Griff kriegen, habt ihr mal es getestet und festgestellt, Magnesiummangel. So, dann habt ihr den Kindern Magnesium gegeben und was passiert? Na, in kurzer Zeit nur die gezielte Gabe von Magnesium, 150 Milligramm morgens, mittags, abends, mit einem qualitativ guten Magnesium verteilt über den Tag, hat schon dazu geführt, dass die Kinder viel gedämpfter waren. Es kam zu einer Detonisierung, diese innere Unruhe wurde genommen. Mhm. Das heißt, nur dieser minimale Eingriff von Gabe von Magnesium hat die Kinder schon in eine etwas ruhigere Lage gebracht. Es sind noch andere Dinge, die Schilddrüse spielt noch eine ganz andere Rolle. Da werden wir auch noch drauf eingehen in anderen Ausführungen. Aber der entscheidende Faktor, nur dieser kleine Faktor bewirkt schon, dass Kinder moderater und besser mit Stressbelastung umgehen. Das heißt eigentlich wirklich alle chronischen Krankheiten, Entzündungsprozesse, Schmerzen haben irgendwo immer einen biochemischen Zusammenhang in unserem Körper, wo Mikronährstoffe involviert sind. Und wenn irgendwo etwas zu wenig da ist, kann zu wenig reagieren. Und dann muss halt der Körper die bestmögliche Lösung finden und das vielleicht ein Entzündungsprozess. Ja, das Ganze ist wie so ein Orchester. Das heißt, viele kleine Mosaiksteine, viele kleine Mikronährstoffe, Mineralstoffe spielen da eine Rolle. Mhm. Und das zusammen ergibt quasi das zusammen, dann läuft die gesamte Biochemie des Körpers auch im Gehirnstoffwechsel optimal ab. Gerade bei den hyperaktiven Kindern ist die Biochemie des Gehirnstoffwechsels völlig gestört. Hat was mit Aminosäuren zu tun, aber da werden wir noch drauf eingehen. Aber Standard ist ja eigentlich heute, man geht als kranker Mensch zum Arzt, der macht eine Blutanalyse und wird wahrscheinlich irgendwo 5 bis 10 verschiedene Werte bestimmen, oder? Ja, manche Blutwerte sind auch notwendig, die brauchen wir auch für unsere Datenbank, aber die komplette Struktur der Mineralstoffe mit einer speziellen Blutanalyse, über die ich jetzt sprechen werde, die muss man besonders machen, weil da gibt es nur ganz wenige Institute in Europa, die das machen und ganz wenige, die es im Grunde genommen auch wissenschaftlich valide machen. Ich versuche mal. Aber noch was, es ist das Baustein des Lebens, diese Mikronährstoffe. Und wir haben bisher diese Bausteine nicht so angeschaut, wie wir sie anschauen sollten, um einen gesunden Mensch gesund zu erhalten und einen kranken Menschen wieder gesund zu bringen. Haben wir bisher nicht darauf geschaut. Ist das korrekt? Das ist richtig. Und genau das ist ja, ich betone nochmal, meine eigene Betroffenheit, diese frühe Sportinvalidität, diese vielen Verletzungen. Ich stehe heute jeden Morgen 6 Uhr auf und mache 2 Stunden mein Sportprogramm. Mein Orthopäde hat mir vor 30 Jahren gesagt, Wienecke, mit 50 sitzt du im Rollstuhl, ich bin 60 und mache jeden Tag 2 Stunden schmerzfrei meinen Sport. Und natürlich habe ich auch osteopathische Behandlung, keine Frage. Aber der entscheidende Faktor ist im Grunde genommen wirklich, es ist möglich, egal wie alt du bist, mit der gut funktionierenden Biochemie auch mit Lebensqualität alt zu werden. Und das macht mir so viel Freude zu sehen, wo die Medizin, die Wissenschaft, was sie jetzt mit großen Schritten uns näher bringt. Und wir alle sind jetzt ein bisschen schneller und weit voraus, denn wir haben heute die Ehre, mit Herrn Wienecke nochmals zu sprechen und bereits heute schon von einer Medizin Gebrauch machen zu können, die sich noch wahrscheinlich Jahrzehnte brauchen wird, bis sie sich letztendlich verbreiten wird, weil es wird da keine Lobby dahinter geben, nehme ich mal an, weil das kostet ja letztendlich alles gar nicht so viel. Nein, das ist richtig, das ist genau das. Deswegen auch zum Beispiel, wenn Sie das Bild jetzt sehen, was ich gerade eingebrannt habe, ist es so, wenn der Zuschauer doch wirklich jetzt, und das ist mir wichtig heute, in diesem Part, in diesem Blog zu erklären,
Was bedeutet das eigentlich? Ich versuche, den medizinischen Laien jetzt mal mitzunehmen. Das ist gar nicht, habe ich für die Sendung vorbereitet und denke mir, wie kannst du dem Laien eigentlich erklären, was wir in der Medizin oder in der Wissenschaft erforscht haben? Mhm. Jetzt stellen Sie sich mal Folgendes vor. Sie sehen auf dem Chart, auf der linken Seite sehen Sie Vollblut. Ja. Vollblut. Das ist das. Du gehst zum Arzt, der nimmt Blut ab und dann wird das Ganze zentrifugiert, nennt man das, wie die Waschmaschine im Schleudergang. Mhm. Und irgendwann hast du dann einen Plasmaanteil und einen zellulären Anteil. Das heißt, du hast einen Misch. Oben ist der Plasmaanteil und unten der Intraerythrozyte in den roten Blutkörperchen. Ja. Entscheidender Faktor in den roten Blutkörperchen ist aber der maßgebliche Parameter, ob du morgens misst, mittags misst oder abends misst. Wir haben über 10.000 Analysen gemacht und festgestellt, das ist ein Langzeitparameter. Der ist nicht kurzfristig von ernährungsphysiologischen Schwankungen ausgegeben. Also Beispiel, du hast gestern was Besonderes gegessen, dann gehst du am Morgen zur Blutanalyse, dann siehst du schon, dass selbst auf der Vollblutanalyse schon Veränderungen da sind. Und in den Zellen siehst du es nicht, weil das ein langfristiger Parameter ist. Aber viel entscheidender ist im Grunde genommen die Schilddrüsenwerte, die Leber-Nieren-Werte, die muss man alle auf der Serumebene messen. Also, liebe Zuschauer, alles muss da gemessen werden. Alles hat seine Berechtigung. Wenn ich jetzt aber wissen will, ob ich eine ausreichende Versorgungsleistung habe, ob ich gut versorgt bin, ob ich mit dieser Versorgung alt werden kann, mit Lebensqualität alt werden kann, dann muss ich im Grunde genommen Folgendes machen. Man sieht jetzt, wir haben insgesamt 32.000 Analysen durchgeführt, auf der Serum, auf der gelben Ebene und auf der zellulären Ebene. Ja. Und wir haben selbst bei schwerst erkrankten Menschen auf der Serumebene nie Defizite sehen können. Und da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, warum sehen wir das denn eigentlich nicht? Warum können wir dort nicht Defizite sehen? Und jetzt gehe ich mal einen Schritt weiter. Und dieser Begriff ist nicht ganz einfach zu verstehen, aber ich glaube, liebe Zuschauer, Sie werden es verstehen. Und zwar ist unser Körper hat ein sogenanntes Kompartimentsystem. Und Kompartimentsysteme bedeutet, dass wir unterschiedliche Mikronährstoffmangelsituationen haben. Dass wir, die Stadien des Mikronährstoffmangels sind unterschiedlich. Da siehst du im ersten Stadium eine Entleerung der Gewebe- und Zellspeicher. Du stellst fest, mental und physisch bist du nicht mehr ganz so fit, aber du realisierst, das ist eben so. Ich habe gerade viel Stress. Mhm. In der zweiten Phase siehst du, dass du bist zunehmend erschöpft. Du siehst das aber eine normale Blutanalyse. Und normale Blutanalyse, ich gehe nochmal zurück, ist das jetzt auf der gelben Ebene, auf der Serumebene, zeigt aber nicht die Defizite. Das heißt also, du gehst hin zum Arzt, nimmst Blut ab, alles ist okay. Die Speicher sind teilweise entleert, gewisse hormonelle Prozesse laufen nicht mehr optimal ab, aber du fühlst dich nicht zunehmend nicht wohl, aber kannst nicht analysieren, warum das so ist. Und meistens kommen dann immer die Menschen zu uns, wenn Stadium 3 erreicht ist oder gehen zum Arzt, wenn funktionelle Störungen vorliegen. Mhm. Und selbst bei den funktionellen Störungen, dann zeigt sogar eine normale Blutanalyse schon, also die Analyse wieder auf der gelben Ebene, schon die Defizite. Aber das ist dann schon viel zu spät. Das Kind ist schon in den Brunnen gefallen. Die Krankheit ist da. Du hast rheumatische Probleme, du hast tausende von anderen Befindlichkeitsstörungen und weißt gar nicht warum. Und deswegen haben wir gesagt, und das versuche ich jetzt nochmal einfach zu erklären. Es gibt Eiweiße, Kohlenhydrate, Fette. Diese Strukturen braucht der Mensch, um Energie zu gewinnen. Wenn der Körper jetzt über längere Zeiträume dem Menschen nicht das zuführt, und ich habe ja gesagt, es ist gar nicht möglich, durch viele Einflüsse, Umwelteinflüsse und so weiter, dem Körper das zu geben, was fehlt, dann greift der Körper auf körpereigene Strukturproteine zurück, körpereigene Eiweiße. Und wenn du auf körpereigene Eiweißstrukturen zurückgreifst, dann greifst du gewisse Stellen des Immunsystems an. Das kann für das eine die Haarstruktur sein, für die nächsten. Das äußert sich völlig unterschiedlich. Und in der letzten Phase, in der vierten Phase, hast du so krankhafte Störungen, dass du kaum noch was machen kannst. Selbst durch die gezielte Mikronährstofftherapie ist es fast irreparabel geworden. Also, wenn man sich das vorstellt, dieses Kompartimentsystem und dieses Messinstrumentarium, da gibt es nur wenig Institute, die es machen. Ich habe gesagt, wir sind leider zurzeit die einzige Mikronährstoffdatenbank, die es gibt. Das heißt nicht, dass Labors nicht messen können. Die können ja alle messen. Auch selbst wenn sie zellulär messen würden, musst du es ja, was du schon gesagt hast, interpretieren. Und deswegen kommt nämlich jetzt ein ganz, ganz wichtiger Punkt dazu. Und das ist das, was du vorhin schon erwähnt hast. Und das versuche ich jetzt mal zu erklären. Wir haben ja schon gesprochen über ein volles Stadion mit 60.000 Menschen, die wir untersucht haben. Blut, Urin, Speichel.
Und jetzt muss man sich das so vorstellen. Jetzt kommt eine 42-jährige Frau, geht zum Arzt. Der Arzt nimmt Blut ab, schickt das Blut zum Laborzentrum. Diese Frau schläft nachts nicht gut, ist müde, schwitzt, konzentriert sich nicht. Viele andere von Befindlichkeitsstörungen. Und das hattest du ja vorhin schon erwähnt. Jetzt kommt ein Ergebnis, gut oder schlecht. Jetzt hast du eine Range, die ist so groß. Da sind gesunde, kranke, alle drin. Da ist der Marathonläufer drin, der Sportler und Nichtsportler. So, damit kannst du das ja nicht beurteilen. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen im Grunde genommen eben, und das haben wir dann auch geschaffen, wir haben diese weltweit einmalige Mikronährstoffdatenbank geschaffen, die wirklich eine, ich sage das nochmal, mehrfach siebenstellige Summe gekostet hat, weil wir mit Informatikern über 10 Jahre alle Daten, alle 60.000 Daten dort integriert haben und gesagt haben, wenn jetzt eine 42-jährige Frau kommt, und man sieht jetzt, dann hat man hier zum Beispiel 300 Kategorien, wir haben schon mal drüber gesprochen, 10.000 Ziel- und Referenzwerte, die differenziert betrachtet werden, Alter, Geschlecht, Befindlichkeit, Vorerkrankung, was macht er körperlich? Wenn ich jetzt all diese verschiedenen Facetten nehme, dann ist es doch wichtig, bei der 42-jährigen Frau zu finden, wo sind Menschen, Frauen in einer ähnlichen, mit einem ähnlichen Profil? Und jetzt zeige ich mal, das wird jetzt richtig spannend, liebe Zuschauer. Jetzt wird es richtig spannend. Und hier wird richtig Mikronährstofftherapie sichtbar. Sichtbar, und das ist die Zukunft. Ich habe ein Beispiel mitgebracht, wo Sie jetzt sagen, Mensch, was erzählt er denn von Aminosäuren, von Tryptophan und Phenylalanin? Was ist denn das überhaupt? Erkläre ich gleich. Aber ich möchte an diesem Beispiel, das sind gehirnaktivierende Aminosäuren. Tryptophan vielleicht für Sie, die es nicht wissen, lässt besser schlafen. Baut Serotonin und Melatonin auf. Viele Menschen schlafen nachts nicht gut und nehmen dann plötzlich L-Tryptophan und schlafen auch nicht besser. Das sind so gewisse Dinge, die ich schon mal erklärt habe, die muss man wissen. Nicht die reine L-Tryptophan-Gabe macht dann Sinn, sondern das 5-HTP, das ist eine weitere Stufe. Mhm. Weil wenn ich das direkt gebe, kann das toxischer Natur wirken und kann Entzündungsprozesse weiter forcieren. Mhm. Aber entscheidender Faktor, Phenylalanin ist wichtig für die Schilddrüse, für das Flow, gut drauf zu sein. Ich hatte neulich meinen Studenten gesagt, nehmen Sie doch mal 1200 Milligramm Phenylalanin 4 Tage und dann berichten Sie. 4 Tage später, wir hatten Online-Vorlesung, Professor Wienecke, das hat wirklich funktioniert. Wir sind im Flow. Ist auch so schnell, kann gar nicht sein. Die hatten auch ein Kopfproblem. 4 Tage so schnell kann das nicht wirken. Aber ich wollte erklären, was es bewirkt. Wenn du zu wenig an Aminosäuren hast, kann das natürlich zu Befindlichkeitsstörungen hervorrufen. Weil so, wenn man sich das vorstellt, lieber Zuschauer, du tankst den Dieselmotor mit Benzin. Oder umgekehrt, dann bleibt der Motor stehen. Und so ist es da auch. Wenn die Biochemie nicht mehr funktioniert, geht gar nichts mehr. Und an dem Beispiel zeige ich jetzt, was Medizin bedeutet und die Datenbank bedeutet. Sie sehen jetzt, der Referenzbereich des Labors liegt hier bei Phenylalanin zwischen 0,74 und 2,3, bei Tryptophan 0,7 und 1,8. Ja, riesig. Unterschied, ne? Ja. Riesengroßes Spektrum. Mhm. Und jetzt, der gemessene Wert der 42-jährigen Frau liegt ja bei 0,6 oder 1,1. Ja. So. Jetzt ist die Frage, wie ordne ich das denn ein, liebes Labor? Wenn die Analyse vom Labor zum Arzt zugeht. Also trifft auf einmal, würde ich sagen, ist okay. Alles okay. Und Sander muss ich ein bisschen zufügen. Aber eigentlich könnte man es auch sein lassen. Ne? Genau. Jetzt sieht man aber oben, ganz rechts sieht man, 450 vergleichbare Frauen in Richtung Alter, Befindlichkeit, Vorerkrankung, sportliche Aktivität. Das sind die Medianwerte, die Werte von 450 vergleichbaren Frauen, die der Computer aus der Software raussucht. 450 über Algorithmen rausgesuchte Personen, wo das sich jetzt wirklich Birnen mit Birnen vergleichen kann. Mhm. Und unten sehen Sie jetzt die sogenannten Null, diese farblichen Rot, Gelb und Grün. Mhm. Und da sehen Sie diese Nulllinie. Ja. Und diese Frau, diese 42-jährige Frau, liegt jetzt vergleichbar mit ihren Frauen, die ein ähnliches Profil haben, nur links. Ja. Phenylalanin, eine Katastrophe. Die hatte schon depressive Grundlagen. Warum? Wenn du so wenig Phenylalanin hast, kannst du nur traurig werden. Jetzt ist der Wert plötzlich nicht mehr okay, sondern ist eine Katastrophe. Ja? Richtig. Er wäre aber normalerweise in der Routine völlig im Normbereich gewesen. Fällt gar nicht auf. Und das ist genau das, was wir lernen müssen. Im Studium, durch den Studiengang lernen müssen, durch Forschungsprojekte machen können. Wir haben mittlerweile 42 Masterarbeiten geschrieben. Zu unterschiedlichen. Kommen denn diese Laborbandbreiten eigentlich zustande? Weißt du das? Ja, teilweise. Wir haben mal nachgefragt. Das ist total spannend. Aber es ist eine ganz gute Frage, die du stellst. Ich habe da mal nachgefragt. Offiziell kriegst du von den Labors das nie. Mhm. Manchmal 150 bis 200 Analysen.
200 bis 250 Analysen, da wird ein Referenzwert festgelegt mit gesunden Menschen. Wer ist denn gesund? Verstehst du? Das ist genau das, die Definition. Was sind denn das für Leute, die da untersucht worden sind? Und da hast du den 15-Jährigen bis den 80-Jährigen zusammen so, im gleichen Pott. Richtig. Also man muss das ja auch dann spezifisch machen. Dann ist die Frage, was wir herausgefunden haben, durch die gezielte Mikronährstofftherapie haben wir herausgefunden, dass 20% oberhalb des Clusters der jeweiligen Gruppe keine Befindlichkeitsstörungen mehr da sind. Die liegt jetzt ganz links und hat ganz erhebliche Probleme. Wenn es gelingen kann, durch die gezielte Mikronährstoffgabe, aber auch durch die Ernährungsveränderung, die nach rechts zu schieben, wird die ganz anders drauf sein. Sie wird sich wohlfühlen. Und das ist das, was ich damit meine. Das heißt, du musst im Grunde genommen individualisieren. Die Person, das muss die muss ein Aspekt der Mikronährstoffmedizin der Zukunft sein, dass ich individuell mit diesen Daten umgehen kann. Und deswegen ja auch der Masterstudiengang, um die Ärzte mitzunehmen. Wir sind nur Wissenschaftler. Wir können unsere Daten zur Verfügung stellen. Wir können nur mit den Medizinern zusammenarbeiten. Aber es müssen auch die mitmachen, die gerne wollen. So, und der entscheidende Faktor ist jetzt, man sieht jetzt, wir haben so mal ein kleines Beispiel, habe ich das, Kurt Moset, der wird sich jetzt gleich sehr freuen, weil er hat ja mal Zucker, der heimliche Killer, viele Dinge aufgemüßt. Natürlich ist es jetzt wichtig, liebe Zuschauer, natürlich, wenn dir was fehlt, musst du das kriegen, was fehlt, in der richtigen Dosierung, nicht irgendein Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Das Thema wird noch Gegenstand. Ich mag diesen Begriff Nahrungsergänzungsmittel überhaupt nicht. Der ist eigentlich falsch von der Titulierung, aber das ist ein anderes Thema. Wenn man das sieht, das wissen wir doch. Zucker zu viel, künstliche Aromen, Belastung mit Antibiotika, das wissen wir doch alles. Ist doch nicht neu. Ist doch nicht neu. Aber was ganz wichtig ist, diese Silent Inflammation, diese chronische Entzündungsreaktion, von der du schon gesprochen hast, die Kurt immer wieder postuliert, auch im Studium, entsteht doch, wenn du Zucker, sehr viel Zucker zuführst, wenn du ungesund ernährst, wenn du kein Clean Eating hast, naturbezogen, so naturbezogen wie möglich zu essen. Wenn du das nicht machst, hast du automatisch Silent Inflammation, hyperaktive Kinder, die sehr sehr zuckerhaltig sich ernähren. Aber jetzt sieht auch der Fruchtzucker zu, ne? Dramatisch. Jetzt, das hat Kurt auch erzählt, ich zeige mich ein Bild. Das führt dann langfristig zu Geschädigungen. Man sieht jetzt hier eine erfolgreiche Ernährungsstrategie. Das ist der Glykoplan, den Kurt Moset entwickelt hat. Und das ist auch das, was wir seit Jahren mit allen unseren Patienten, mit allen Kunden, mit allen Sportlern immer wieder umsetzen. Weil das ist die Basis. Die vernünftige, ausgewogene Ernährung nach diesen Kriterien. Das ist auch das, was ich immer wieder postuliere. Denn wir werden auch bei den Studien, die wir noch vorstellen werden, feststellen, dass alleine nur die Zufuhr fehlender Mikronährstoffe ohne ein verändertes Ernährungsverhalten keinen Zweck hat. So gut wie keins. Weil der Darmtrakt spielt nicht mit. Der Darm nimmt es nicht auf. Dann kannst du nehmen, was du willst. So, und hier sieht man hier, Naturbelassenheit, ne? Wir haben immer gesagt, das ist ja das, was wir alles wissen. Fruktosearme, ne? Kurz einmal Beeren, Brombeeren, Heidelbeeren, Erdbeeren, bis 15 Uhr so viel wie möglich und nach 15 Uhr kein Obst mehr. Weil neulich kam ein Patient zu mir und hat ein ganzes Obst gegessen. Das ist doch gesund. Ich sage, nee, genau das Gegenteil. Der Fruchtzuckergehalt ist so hoch, der HbA1c, der Langzeitzuckerwert, war so hoch, dass der keine Chance hatte, der war fast Diabetiker durch den hohen Fruktosegehalt. Das heißt, ich muss sehen, welche Art von Obst ich zuführe und was ich mache. Deswegen immer naturbelassen, pflanzenorientiert. Und dann sieht man hier Heidelbeeren oder Brombeeren, das sind die. Und das Allerwichtigste, das, was wir alle ausgesetzt sind, wenn man über glutenfreie Vollkornprodukte spricht, Quinoa, Urgetreide, das sind alles Dinge, die im Ernährungsverhalten auch immer wieder eine Rolle spielen. Das wollte ich in diesem Zusammenhang nur nochmal darstellen, dass auf der einen Seite die Diagnostik wichtig ist. Ja, wir müssen wissen, was fehlt. Wir wissen, dass auch in diesen Lebensmitteln nicht mehr alles drin ist. Aber ohne das funktioniert das andere System überhaupt nicht. Wenn also Menschen jetzt ihr Gewissen beruhigen wollen, indem sie einfach individualisiert ihre Mikronährstoffrezeptur machen, von mir aus haben wir die analysiert, dann sage ich, das Geld könnt ihr spenden an den Kindergarten. Müsst ihr gar nicht kommen. Warum? Ihr müsst auch bereit sein, Dinge zu verändern. Machen wir ein praktisches Beispiel. Also meine, die Patienten, die jetzt gerade zuschauen, sehr viele haben sich ja die Ernährung schon angepasst, weil das eigentlich ja schon offensichtlichste ist, was aber leider auch immer noch nicht gepredigt wird. Aber ich glaube, unsere Zuschauer haben das schon längstens verstanden. Ernährung gehört zur Medizin dazu. Jetzt, diese haben die Ernährung schon, aber noch nicht diese Mikronährstofftherapie. Das wäre jetzt eine ganz wichtige Analyse, um diesen richtigen Baustein noch zu finden, den man tatsächlich von außen noch zuführen muss, um den Körper in die Balance zu bringen. Aber ja, die Leute, die die Ernährung nicht umgestellt haben und jetzt eine Analyse machen, du sagst, spenden in den Kindergarten, aber es gibt trotzdem mal einen Wert,
Und dann muss man diesen Wert anpassen im Zusammenhang mit der Ernährungsumstellung. Und da müsste man sich ja fragen, ob dann später nicht nochmals eine Analyse gemacht werden müsste, oder? Ja, natürlich. Man sagt ein bis zweimal im Jahr eine Kontrollanalyse, okay, damit man das kontrollieren kann, ob das wirklich gefruchtet hat. Denn ja, ganz wichtig, auch die Schilddrüsenhormone haben ja was mit dem Darmtrakt zu tun. Und wenn der Darmtrakt, wenn du dich jetzt wirklich nicht naturbelassen ernährst, auf viele Lebensmittel zurückgreift, wo Konservierungsstoffe drin sind, dann hast du eine ganz schlechte Darmflora. Und wenn du eine schlechte Darmflora hast, dann hast du auch eine ganz schlechte Verarbeitung der Mikronährstoffe, die du zuführst. Deswegen ist es wichtig, gibt es bestimmte Proteine. Zonulin ist ein Parameter, mit dem man messen kann. Wenn du hohe Zonulinwerte hast, ist ein Protein, dann hast du eine Darmbarrierestörung. Oder es gibt neueste Ergebnisse, das ist der IFAB, das ist das Intestinal Fatty Acid Aminus Bindungsprotein, also ein Protein. Das hat noch ist nach neuesten Erkenntnissen, hat noch eine detailliertere Aussagefähigkeit, aber zeigt einfach, ob du eine gute Darmflora hast. Mhm. Hast du die? Dann macht die Mikronährstoffe, die noch viel mehr Sinn. Also natürlich macht die auch Sinn für die jetzt nicht das Ernährungsverhalten verändern. Auch da hast du Effekte, keine Frage. Aber ich will nur den Menschen einfach klar machen, ihr müsst euch schon mit dem Thema Ernährung beschäftigen. Und die Messung ist das eine und gibt euch dann das, was fehlt, noch da drauf. Das ist die Ergänzung. Aber jetzt zu glauben, egal was ich mache, ich lebe ein ungesundes Leben und kompensiere das über die Mikronährstofftherapie, das, was wir messen, davon rate ich ab, weil du in letzter Konsequenz kannst du dort keine gesundheitliche Stabilität erreichen. Mhm. Mir gehen so viele Fragen durch den Kopf durch. Weißt du, ich bin so überzeugt davon, was ich heute gehört habe von dir, wie bedeutsam und wertvoll das ist. Wenn jetzt ein Zuschauer das auch machen will, hat aber auch einen Hausarzt und geht zum Hausarzt und sagt, bitte nehmen Sie mir das Blut ab und schicken Sie es zu euch ins Labor. Würde er das machen? Einige machen das, aber viele Ärzte, die sich mit dem Thema nicht beschäftigt haben, sagen, warum? Das ist herausgeschmissenes Geld. Ja, aber das geht ja den Arzt ja nichts an, oder? Wenn ich als Konsument, als Patient, kann ich ja sagen, nimm mir Blut ab und schickst das hin. Das geht. So läuft es ja auch ganz oft. Und dann bin ich ja eigentlich bei euch. Das heißt, ihr könnt meine Werte in dieser Datenbank analysieren und mir als gesunder Mensch, 53-jähriger Mann, so und so schwer, sagen, was fehlt mir oder was fehlt mir nicht. Ganz genau. Und das hast du vollkommen recht. So kann man das machen. Wenn, sagen wir mal, die Mediziner, die sich mit diesen neuen Themen beschäftigen, ich mag diesen Begriff, ich muss das an dieser Stelle mal einfach sagen, orthomolekulare Medizin ist für mich verpönt. Ich mag diesen Begriff orthomolekulare Medizin. Jetzt, wenn ich es aussprechen kann, sagst du, ich soll wieder aufhören. Nein, aber orthomolekulare Medizin ja, nicht. Mhm. Weil da geht es ja nur darum, gibt das, was fehlt, der Körper reguliert sich selbst. Falsch. Sondern im Grunde genommen, biochemische Störungen erkennen, korrigieren, Zufuhr. Also es geht um Regulationsmedizin. Und dieser Begriff Orthomolekularmedizin ist in der Medizinerschaft sehr, sehr stark in Misskredit gekommen, weil es einfach nur um Supplemente ging. Ja. Und deswegen mag ich diese Begrifflichkeit nicht, weil der völlig falsche Assoziationen hervorruft. Mhm. Na? Aber es ist eben genau das, wie du sagtest. Es werden immer mehr kommen, wir haben immer mehr Orthopäden. Wir machen zurzeit mit der Deutschen Mundgesundheitsstiftung ein interessantes Forschungsprojekt. Dazu werden wir nochmal isoliert sprechen über den AMMP8. Aber es gibt viele Dinge, wo man sagen kann, man kann tatsächlich auch vor- und nach Operationen durch die gezielte Gabe von Mikronährstoffen den Heilungsprozess verbessern. Da laufen auch einige wissenschaftliche Forschungsprojekte zurzeit im Hintergrund. Aber nochmals, ich habe hier einen Schlüssel in der Hand, chronische Krankheiten oder Ursache zu behandeln. Ja, definitiv. Und wir werden auch noch ein Fallbeispiel nachher sehen, oder an der nächsten Sendung vielleicht sehen, wo wir wirklich mal zeigen, wie rheumatische Patienten mit der gezielten Zufuhr von Mikronährstoffen fast das gesamte Spektrum der Medikamente absetzen können. Mhm. Das geht. Schauen wir uns auch noch an. Jetzt nochmals, die Zuschauer aus Österreich, aus Deutschland, aus der Schweiz können jetzt alle zu ihrem eigenen Hausarzt rennen oder hast du hier schon eine Datenbank erstellt von Therapeuten, wo bereits auf dieser Basis arbeiten, wo ich mich direkt hinwenden könnte? Nein, das ist der Wunsch.
jetzt durch die Masterabsolventen, aber wir haben in Österreich jetzt 3 Ärzte geschult, das wird noch 10, 15 Jahre dauern. Ja. Aber vollkommen korrekte Frage. Deswegen, wenn es auf der Ebene läuft, dann ist es überhaupt kein Problem, muss direkt quasi über eine Analysebox, die wird zu uns hingeschickt, geht in die Speziallabors, geht in die Datenbank und dann kommen die Ergebnisse mit Praxisempfehlung zurück. Okay, nächste Frage. Aus der Praxis habe ich immer wieder gehört, wenn ein Schweizer Blut abnimmt und es muss ins deutsche Labor, dann muss das ja eigentlich über die Grenze gebracht werden und von Deutschland aus verschickt werden, damit es rechtzeitig da ist. Da hast du vollkommen recht. Das ist zurzeit noch ein Schweizer Problem. Mhm. Mich ärgert das auch die ganze Zeit. Wir haben auch viele, viele Kunden aus der Schweiz. Das ist häufig tatsächlich so. Oder die fahren an die deutsche Grenze und schicken es dann ab. Das geht aber. Okay, gut. Nächste Frage. Wenn ich jetzt so eine Analyse mache, meine, du hast mir irgendwo gezeigt, 300 verschiedene Indikationen werden da angeschaut oder Kategorien. Kann man sich das leisten? Ja, wir haben noch mal ganz wichtig. Das ist aber eine ganz wichtige Frage, die du gerade stellst. Und zwar das eine, diese Saluto, diese Firma, die wir gegründet haben, also das An-Institut einer ehemaligen universitären Einrichtung. Die hat immer vor allen Dingen Menschen mit starken rheumatischen Problemen, mit richtig gesundheitlichen Problemen. Da ist das Spektrum dieser Analytik kostet zwischen 500 und 900 oder 1000 Euro. Das kommt wirklich nur für so viele Sachen. Für so viele, ja. Ja, das ist, wow. Wenn ich da 5 Werte in einem Schweizer Labor mache, kostet das 500 Franken. Ja, wir haben alle B-Vitamine in der Zelle gemessen. Jedes B-Vitamin kostete 50 Euro. Das ist totaler Quatsch. Du musst messen, was wichtig ist, funktionell. Was ist der erste Mal? Funktionelle Energiestoffwechsel. Wo sind Dinge erkennbar? Dann musst du gucken, wo sind die Rahmen, welche Aminosäuren fehlen? Und dann hast du dieses Spektrum. Die Schilddrüse wird noch Gegenstand sein, ist das Hauptregulat unseres Körpers für die mentale und physische Leistungsfähigkeit. Und diese ganzen kleinen Mikronährstoffe steuern ja die Schilddrüse. Und in letzter Konsequenz ergibt dann das gesamte Bild. Also ich würde sagen, vom Spektrum ist es so, dass wir aber für diese Energy for Health-Geschichte, für dieses Unternehmen, was wir gegründet haben, wo ich Menschen integrieren möchte, die auch vielleicht die finanziellen Möglichkeiten nicht so haben. Das Spektrum, da kostet ein Stoffwechselpaket, ein reines Stoffwechselpaket, glaube ich, 680 Euro. Da ist alles drin. Das, was ich brauche, um zu erfassen, was wirklich zellulär fehlt, was, und dann konkreten Ansatz zu finden. Und das ist, da hast du recht, für diese Komponente noch günstig. Das ist nicht, aber wir haben junge Menschen, denen fallen plötzlich die Haare aus und dann weiß keiner, wo ist das Problem. Das habe ich über meine Stiftung alles gemacht. Die ganzen Analysen, denn die Forschung, die wir ja machen, das sind Stiftungsgelder. Weil ich muss ja Dinge behaupten. Ich kann ja jetzt hier, ich sitze schön in diesem Fernsehstudio, behaupte viele Dinge, aber das ist ja alles auch eine evidenzbasierte Geschichte. Klar, alles wissenschaftlich gut dokumentiert, gelegt, genau. Bewiesen. Das ganz ist genau. Weil der Vorwurf kam ja immer vor einigen Jahren, als der Studiengang noch gar nicht da war. Dann wurde mir aber kam ich schön Gegenwind. Mhm. Weil wo ist denn das bewiesen? Deswegen habe ich eben jetzt schon mittlerweile auch 46 Masterarbeiten abschreiben lassen. Warum? Weil jetzt die gesamte Datenbank wissenschaftlich analysiert wird und dann retrospektiv diese Interventionsprojekte dann entsprechend dargestellt werden. Und dazu hast du ja gerade schon die beiden Hefte gezeigt, die immer mehr entstehen. Auch bei Kinderwunsch zum Beispiel, ein Riesenthema. Alle haben so große Probleme und wissen gar nicht, wenn du dem Körper ausreichend dazu führst, ist dieser Prozess wesentlich einfach zu realisieren. Und wenn wieder ein Baustein fehlt, dann klappt es halt nicht, oder? Genau. Weil die Natur natürlich das auch entsprechend vorsieht. 2 Fragen, also nochmals zu mir. Oh, Entschuldigung. Zu uns allen Privatpersonen, gesund oder auch krank. Wo sollten wir das machen? Bei wem? Also, das ist Saluto. Also www.saluto.de, das ist das Unternehmen, was aus dem universitären Bereich entstanden ist. Da gehe ich auf diese Homepage und lese mir das durch, kann mich dort melden und dann läuft das durch. Richtig. Und dann habe ich auch meine exakten Werte und wahrscheinlich auch gleich eine Empfehlung, was ich machen müsste. Gut. Und für die Gruppe, die jetzt meint, sie hat noch ganz kleine Befindlichkeitsstörung, keine große Grunderkrankung, möchte aber gesund bleiben. Da kann www.energy4health kann da helfen. Das ist eine bewusste Situation, die wir geschaffen haben, wenn Menschen eben keine große Grunderkrankung haben. Jetzt kommt aber eine Sache, die ist spannend. Wir haben mal recherchiert, wenn die Anamnesebögen dann zu uns hinkommen, dann wirst du erstaunt sein, habe ich zu meiner Frau noch nicht gesagt, sag mal,
gibt es noch gesunde Menschen? Warum? Bei den Anamnesebögen geht das immer mehr, auch bei den jungen Menschen, schon zu vielen Befindlichkeitsstörungen. Ja, schon so, ja. Das heißt, es werden immer mehr Patienten quasi in die Salutum-Bereich reinkommen, weil im Grunde genommen die Menschen schon sehr stark mit Befindlichkeitsstörungen vorbelastet sind. Ja, verstehe es. Ja. Und deshalb sage ich mir auch gesunde Menschen, wenn es die noch gibt, oder gefühlt gesund, man sollte das wirklich mal machen, bevor man jetzt irgendwie in eine Krankheit reingerutscht oder der Körper sich auslaugt. Ja. Und für die ganzen Leute, du hast mir auch gesagt, Apotheker, Ärzte, Therapeuten, ganz viele Leute machen schon bei euch diesen Mastergang. Wie lange geht der? Der ist ganz einfach, dieser Masterstudiengang. Wir haben auch, es gibt ja Menschen, die Physiotherapeuten zum Beispiel, die jetzt keinen akademischen Abschluss haben. Die machen einen Zertifikatstudiengang parallel mit den Ärzten. Mhm. Die machen nur keine Masterarbeit. Ja. Das heißt, der dauert, ist so 5 bis 6 Mal Präsenz, anderthalb Tage im Jahr bei uns. Und der Rest ist online. Das heißt also, selbst wenn er mal 1, 2 Mal nicht kann, sind es vielleicht 3, 4 Mal im Jahr, die er kommen muss. Und der Rest ist reine Online-Fortbildung. Also innerhalb von einem Jahr habe ich dieses Grundlagewissen, um Patienten diesbezüglich behandeln zu können. Und habe auch Zugriff auf die Datenbank? Nein, das ist eine ganz wichtige Frage, die du gerade hattest. Das ist nein, aber er darf dann in Verbindung mit der Datenbank die Patienten therapieren. Das heißt, die Ergebnisse kommen zu uns, werden ausgedruckt, gehen zum Therapeuten, der bespricht es. Das ist natürlich Weltklasse, was ihr da macht, oder? Weltklasse. Absolut genial. Lieber Ilmar, schon trinken. Tausend Dank, dass du diese großartige Leistung gemacht hast, diese Datenbank besteht und wir Zugriff haben. Ich kann dir sagen, ich glaube, ich werde mit meiner ganzen Familie diese Analyse jetzt machen bei dir und wir müssen dann gleich hier im Studio, habe ich mal mit Dr. Klinghardt auch gemacht, wirklich mal eine Analyse machen und diese Werte anschauen. Ich fühle mich gesund, meine Familie mehrheitlich auch. Dann können wir das mal anschauen. Da haben wir Praxisbeispiele. Das ist bedeutsam. Ja, das ist genau das, was ja wichtig ist. Wir sind nicht ein theoretisches Konstrukt von Wissenschaftlern, sondern wir lernen aus der Praxis für die Praxis. Mhm. Das ist das Entscheidende. Das ist nämlich ein Riesenunterschied. Großes Kompliment nochmal. Professor Dr. Ilmar Wienecke war das für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und heute war mal wieder einer dieser wunderbaren Tage, wo ich sagen kann, ich habe was gelernt. Und ich habe gesehen, dass innerhalb der Medizin Riesenschritte vorangetrieben werden, um wirklich ursachenbezogen zu behandeln. Und das erfreut mein Herz. Ihnen hoffentlich auch. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.